Hallo, ich bin Tim und ich bin heute zu Gast bei der Firma Gutta. Und wir reden über die Rechteck-Vordächer BS. Das Rechteck-Vordach BS besticht mit seinem kubischen Design im Baustil und hat seit seinem Launch 2016 eine steile Karriere hinter sich. Natürlich kommt daher die eine oder andere Frage auf. Deshalb bin ich heute für euch beim Gutta-Fachmann in Anhausen, um alle Fragen zu klären. Ich begrüße Sie recht herzlich hier im Hause Gutta. Sie sind der Leiter der Produktion und kennen sich daher perfekt aus. Ja, ich bin seit 2015 im Unternehmen und leite teilweise auch die Produktion. Gut, dann starte ich direkt mal mit der ersten Frage. Es gibt ja mehrere verschiedene Variationen. Es gibt das Rechteck Vordach BS und das Rechteck Vordach BS Plus. Was sind denn genau da die Unterschiede? Ja, wir haben zwei Varianten, das BS, das normale BS, war die erste Variante, die wir auf den Markt gebracht haben. Der Unterschied bei diesem Dach zu diesem BS Plus ist ganz einfach, dass das BS vorne eine Schwallleiste hat und keine Entwässerung in diesem Sinne jetzt durch einen Wasserspeier oder durch einen Seitenteil. Im Nachgang haben wir die BS Plus Variante auf den Markt gebracht, wo wir diese Sachen berücksichtigt haben, und das müssen wir dann am Modell uns näher anschauen. Hier bei diesem BS-Vordach haben Sie keine spezielle Entwässerung. Da kann das Wasser natürlich seitlich ablaufen. Es kommt darauf an, in welche Neigung Sie das setzen, in die Waage, und wo Sie dann die Möglichkeit haben, das Wasser seitlich abzuführen. Bei dem BS-Plus haben Sie natürlich, gibt es zwei Varianten bezüglich der Entwässerung. Einmal die Entwässerung über den Wasserspeier, beziehungsweise, wenn Sie ein Seitental haben, die Entwässerung durch das Seitental nach unten. Das heißt, wenn ich kein Seitental haben möchte, geht die Entwässerung durch den Wasserspeier. Wie wird dieser befestigt? Kann ich Ihnen gerne zeigen. Man setzt ihn unten an und kontert das hier oben mit dieser Schraube. So kann ich immer noch dann diesen Wasserspeier einstellen, wie ich das möchte. Und wie sieht es mit dem Material und dem Innenleben aus? Ja gut, das Dach wird aus 2,5 mm starken, stranggepressten Aluminium gefertigt, was wir als Langware bekommen und dann zuschneiden. Dann werden die Rahmen geschweißt, beziehungsweise diese Abdeckungen werden gefräst. Die Abdeckungen haben ein Maß von 1,5 mm. die nachher mit Spezialkleber hier aufgebracht werden und dann vollflächig verklebt werden. Im Innenbereich haben wir für die Schalldämmung Styroporkerne eingeklebt, beziehungsweise hier im Bereich der Lampen haben wir noch bezüglich Kondenswasser auch einen Styroporkern eingeklebt, damit sich da kein Kondenswasser bildet. Und wie verhält sich durch diesen Aufbau mit den Schneelasten? Gut, Schneelasten, die Dächer sind alle getestet. Also wir haben, der Testbericht war 100 Kilo pro Quadratmeter auf beim Vordach ohne Seitental, und bei einem Vordach mit Seitental haben wir 150 Kilo pro Quadratmeter. Das ist also sehr, sehr stabiles Dach. Ja. Und wie sieht es designmäßig aus? Gibt es auch Sondermaße? Ja, wir können diese Vordächer auch kundenspezifisch auf Einzelanfertigung produzieren. Das heißt, Sondermaße bis maximal 250 in dieser Variation, wie Sie das hier sehen. Dann ist das eine Platte, wobei wir dann auch bei Größenmaßen bis 3 Meter, also ab 2,50 Meter bis 3 Meter Breite, diese Platten geteilt werden. Das hat den Hintergrund, aufgrund der Wärmeausdehnung müssen wir da Dehnungsfugen einbringen. Und wie sieht es farbtechnisch aus? Gibt es das Dach auch in Sonderfarben? Also könnte ich das theoretisch auch in Giftgrün bekommen? Ja, standardmäßig ist die Farbe Anthrazit DB703. Wir können aber jede Prahlfarbe pulvern lassen, die es auf dem Markt gibt. Wobei wir dann immer natürlich die Information haben müssen, ob es Feinstruktur sein soll, ob es Glanz sein soll oder auch ein Mattton. Prinzipiell können wir alle Farben, Aalfarben bei unserem Dienstleister pulvern lassen. Das waren jetzt schon viele Informationen, aber mich würde interessieren, würden Sie sich denn selber auch ein BS kaufen?
Selbstverständlich. So, wir sind jetzt in der Produktion der Firma Gutta und der Rademacher zeigt uns jetzt noch eine Neuerung in Sachen Sondermaße. Das sehen Sie hier. Ja, hier haben wir zum Beispiel, wie wir eben schon angesprochen haben, ein Seitenteil zum Beispiel, was über 2,50 Meter geht. Der Standardmaß haben wir ja eben schon kennengelernt, geht bis 2,50 Meter. Aufgrund der erhöhten Nachfrage, die wir von unseren Kunden die ganze Zeit bekommen haben, haben wir uns entschlossen, auch dieses Dach bzw. auch die Seitenteile bis zu einer maximalen Breite beim Dach bis 3 Meter zu fertigen, bzw. dann das Seitenteil auch bis 3 Meter Höhe. Hier sehen wir jetzt ein Seitenteil, das hat ein Maß von 2650 mm, wo wir auch schon Briefkasten mit eingesetzt haben auf Kundenwunsch. Und wie gesagt, wir können diese Sachen bis maximal 3 Meter fertigen. Briefkasten, das ist ein gutes Thema, da machen wir gleich mit weiter. Ja, hier sehen wir jetzt die Kombination von einem Vorder- mit Seitenteil, wobei wir hier noch zusätzlich einen Briefkasten integriert haben. Hier sehen wir jetzt die vier Varianten an Briefkästen, die wir haben. Wir haben einmal den normalen Briefkasten, gibt es in der Ausführung Edelstahl und DB703, also gleich besetzt mit der Rahmenfarbe von dem Vordach. Hier haben wir dann noch die höhere Variante mit Vorrichtung für Sprechanlage und Klingelanlage. Und wie sieht es aus, wenn ich einen Briefkasten für Mehrfamilienhaus brauche? Wie viel passen denn das halt da rein? Also aufgrund der Größe von den Briefkästen bekommen wir maximal 6 Stück rein, 2 nebeneinander, 3 übereinander. Alles andere müssten wir dann bei unserem Briefkastenhersteller anfragen. Wenn es zum Beispiel für Hauseingänge oder mit 8 Briefkästen sind, das wo sie gerade angefragt werden. Und auch die Möglichkeit steht da auch. Eine Frage habe ich noch, wofür stehen denn die Namen der Briefkästen? Ja, was wir in der Hand haben, beziehungsweise was hier verbaut ist, das ist der BKUP10, das ist ein Unterpostbriefkasten. Und diese Modelle, das sind die Funktionstasten. Das bedeutet, hier ist noch eine Klingeleinheit drin, beziehungsweise vorgerichtet für Sprechanlage. Gibt es die Möglichkeit, da eine Kamera zu integrieren? Nein, leider nicht. Dann möchte ich aber nochmal aufs Dach zurückkommen. Die beiden Dachdecher sind ja mit einem LED-Panel ausgestattet, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also beide Modelle, das BS und BS Plus, haben standardmäßig diese LED-Beleuchtung integriert. Das ist warmweiß. K2700. Gibt es die Möglichkeit, mehrere LEDs in einen Vordach zu bekommen? Die Möglichkeit gibt es, wobei wir dann aber vom Kunden immer eine Skizze benötigen, wie die Anordnung speziell gemacht werden soll. Und wie wird das Ganze dann geschaltet oder an- und ausgemacht? Also der Stromanschluss kommt hinten, erfolgt durch die Wand, hinten über das Dach und muss dann entweder über einen Bewegungsmelder erfolgen, den konzessionierter Fachbetrieb dann anschließen muss, beziehungsweise dann der Hausanschluss über einen ganz normalen Lichtschalter. Das ist aber nicht mit im Nachhinein. Nein. Sagen wir, ich bin handwerklich nicht so begabt. Bietet Gutta denn auch einen Montageservice an für die Dächer? Ja, das ist kein Problem. Wir haben deutschlandweit Dienstleister für uns engagiert, diese Dächer montieren. Die Beauftragung erfolgt dann über Ihren Vertragspartner, wenn Sie jetzt in einem Baumarkt oder im DIY oder beim Fachhändler dieses Dach bestellen, können Sie das direkt mit Montage bestellen und wir bekommen dann von Ihrem Vertragspartner das Auftragsformular. Die Kosten dafür richten sich halt nach der Wandbeschaffenheit, ob Wärmeverbundsystem verbaut ist oder nicht. Und danach richten sich natürlich dann nachher die Kosten für die Montage bzw. auch für das Befestigungsmaterial. Das war jetzt meine nächste Frage gewesen. Das Wärmeverbundsystem, die Befestigung dafür, haben Sie da ein Muster oder können wir das mal sehen? Ja, wir bieten an von der Firma Wirth, haben wir eine Kooperation geschlossen und bieten von der Firma Wirth diese Ammotherm-Geschichten an, gerade speziell abgestimmt auf dieses Wärmeverbundsystem. Können wir uns gerne anschauen. Hier haben wir jetzt das Befestigungsmaterial für Wärmeverbundsystem von Wirth, diese Ammotherm-Geschichten, wobei man hier diese Klebeanker muss man mit diesem Mörtel im Mauerwerk verankern. Und hier vorne haben wir dann diesen Kunststoffkonus, dient als Druckstütze, damit das Wärmeverbundsystem nicht beschädigt wird. Sagen wir, ich bekomme nach all dem nicht genug von einem BS. Gibt es denn die Möglichkeit, mehrere BS-Dächer miteinander zu verbinden? Ja, das ist kein Problem. Man kann mehrere Dächer aneinander verbinden. Wobei man natürlich darauf achten muss, dass die Stoßstellen oben drauf abgedichtet werden. Muss man halt ein Kompriband dazwischen setzen
und dann oben drüber absilikonieren. Aber prinzipiell ist das kein Problem. Vielen Dank, Herr Rademacher, Sie haben es geschafft. Sie haben alle meine Fragen super beantwortet. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder.